So, ich habe euch ja im letzten Video schon so eine ganz kleine Einführung gegeben in ProcessWire. Allerdings ist mir da in diesem Video aufgefallen, ja, toll. Wir haben eine ganze Menge von vordefinierten Feldern, beziehungsweise von Möglichkeiten, neue Felder zu erstellen, wie hier eben Checkbox, Datetime, E-Mail, File, Image und so weiter und so fort. Aber mir persönlich hat jetzt in diesem Fall einfach ein Select-Feld gefehlt, also ein Auswahlfeld. Das heißt also, ich habe mich da noch mal so ein bisschen schlau gemacht in den letzten Stunden, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Und es gibt da nämlich eine tolle Sache. Es gibt einige verschieden geschriebene Module, die für ProcessWire extra erstellt worden sind. Dafür klicken wir einmal auf Module. Und dann, ich glaube, hier bei New war's. Und dann sehen wir hier, dass es eine Seite gibt, die nennt sich modules.processwire.com. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeiten, noch weitere Module herunterzuladen, die unsere Seite ein bisschen erweitern. Uns interessiert in erster Linie jetzt ein Modul aus dem Bereich Feldtypen. Das heißt also, wir wollen die Möglichkeit erstellbarer Felder noch ein bisschen erweitern. Wir können zum Beispiel hier runterladen einen Feldtyp, mit dem man Thumbnails erstellen kann, einen Mapmarker, Events und so weiter und so fort oder auch einen Color Picker. Uns interessiert jetzt aber in erster Linie dieses Select-Feld hier, also wir wollen einen Dropdown erstellen, klicken da also einmal drauf und bekommen jetzt die Möglichkeit hier das Ganze dann zu erweitern. Wir laden einmal diese ZIP-Datei herunter. Ich öffne die mal eben. Und in dieser kleinen ZIP-Datei findet ihr den Ordner und da drin ist eine Datei mit dem Namen FieldTypeSelect.module. Jetzt gehen wir einmal auf unseren Server, in diesem Fall FileZilla. Öffnen dann den Ordner Process, gehen in den Bereich Site und dann dort in den Unterordner Modules. Und hier seht ihr schon das Hello World Modul, das ist da jetzt einfach mal so drin. Und hier gehen wir jetzt hin und schieben einfach unsere FieldType Select Modul Datei auch da rein. So, wenn wir jetzt auf der Seite sind, tut sich grundsätzlich erstmal nicht viel, aber wir können jetzt hier im Bereich Module und dann bei New können wir das Ganze jetzt installieren oder aber ihr seht schon hier auf der Site erscheint jetzt hier ein neuer Fieldtype und der ist bisher noch nicht installiert. Das heißt also, indem ihr eure Datei in das entsprechende Verzeichnis geladen habt, wird das Ganze direkt gescannt und wird euch hier ausgegeben und ihr habt jetzt die Möglichkeit, dieses zusätzliche Modul oder beziehungsweise in dem Fall sagen wir jetzt einfach diesen zusätzlichen Fieldtype zu installieren. Wir klicken drauf, sagen Submit. Dann werden da noch so ein paar Daten runtergeladen. So, das Ganze ist jetzt installiert hier. Wenn wir jetzt drauf gucken, auf Module findet ihr das Ganze wieder. Das Ganze ist hier installiert. Wunderbar, toll, alles klar, praktisch. Jetzt gehen wir in den Bereich Fields. Sagen Add New Field. Nennen das Ganze mal Auswahlfeld und wählen jetzt hier einen Typ aus. Und in diesem Fall seht ihr, ist das Ganze erweitert worden um den Bereich Select. Nennen das hier meinetwegen auch mal ein Auswahlfeld. Und jetzt können wir das Ganze abspeichern. Haben das Feld hinzugefügt und jetzt seht ihr, erscheinen hier oben so neue Reiter. Und jetzt können wir hier sagen: Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3, Kunde 4. Speichern das Ganze ab. Hier haben wir wieder die verschiedenen Optionen, die uns jetzt erstmal noch nicht unbedingt interessieren sollen. Jetzt gehen wir nochmal in das Template, was wir da vorhin schon hatten. In dem vorherigen Video sagen also jetzt hier das Kundendatentemplate und fügen dem Kundendatentemplate jetzt eben auch unser Auswahlfeld hinzu. Speichern das Ganze ab. Gehen jetzt nochmal in die Pages. Gucken uns jetzt hier einfach den Kunden zweimal an, der ja grundsätzlich basiert auf dem Kundendatentemplate aus unserem ersten Video. Wir klicken also auf Edit. Jetzt haben wir in unserem Auswahlfeld nichts drin, warum auch immer. Gucken wir uns das mal eben an. Da habe ich bestimmt irgendwo in diesem Auswahlfeld was falsch gemacht.
So, das ist ja noch ein ganz kleines bisschen komplexer. In diesem Fall habe ich mich jetzt nicht an das gehalten, was hier steht. Das heißt also, wir schreiben jetzt hier einfach mal rein 1 und dann Doppelpunkt gleich Kunde 1. Und damit kann man das Ganze dann so festlegen. Das heißt, wir sagen hier 2 gleich Kunde 2. So, zack, wir schreiben das jetzt in die Lines. Das heißt also, ausgegeben wird jetzt hier im Backend Kunde 1. In der Frontausgabe sollte dann dort 1 erscheinen. Wir gucken uns das mal eben an. Gehen also auf die Pages. Kunde 2. Edit. Jetzt haben wir hier schon die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Wir wählen jetzt hier im Auswahlfeld Kunde 2 aus. Und wenn wir uns das jetzt hier eben angucken, seht ihr davon erstmal noch nichts. Das heißt also, wir müssen natürlich auch hier nun wieder dafür sorgen, dass eben unser Feld ausgegeben wird. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hin und sagen Echo Page. Und in diesem Fall war der Name des Feldes Auswahlfeld. Und wir geben jetzt hier den Wert des Feldes Auswahlfeld dann zurück. Gucken uns das eben an. Und bekommen hier in diesem Fall jetzt die 2 ausgegeben. Wir können das jetzt also nochmal ein bisschen tweaken. Gehen wieder ins Auswahlfeld, das ist wie gesagt auch der Titel der Variable später, gehen hier in Details und sagen jetzt, er soll also hier also Kunde 1 gleich Kunde 1 aktualisieren das Ganze nochmal eben und jetzt sollten wir hier ausgegeben bekommen Kunde 2. Warum man das nicht macht, weiß ich jetzt gerade nicht. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich jetzt unter Umständen hier in meiner Kundenseite mutmaßlich nochmal eben die Variable neu setzen muss. Genauso ist es auch, wenn nehme ich Kunde 2. So, und an diesem recht kurzen Beispiel habt ihr jetzt einerseits gesehen, wie man weitere Module hinzuinstallieren kann. Und jetzt, wie gesagt, an diesem Beispiel dann eben kurz auch, wie man so ein Dropdown-Feld einbindet und wie man das Ganze dann eben auch im Template ein wenig erweitert. Und auch hier wird wieder sichtbar, es ist zwar unter Umständen durchaus etwas komplexer als das Ganze mit Joomla oder vielleicht auch mit Sablot einfach so zusammenzuklicken, aber es ist eben deutlich leichtgewichtiger. Und wenn wir uns dann erinnern zum Beispiel an die Ausgaben, an die Overrides von Joomla oder auch an die Overrides, die mit Sablot geliefert werden, dass da einfach eine teilweise extreme Diff-Wüste mitgeliefert wird, und wir gucken uns das ganze Beispiel jetzt hier dran einmal an. Dann seht ihr, dass hier tatsächlich in diesem Bereich auch wirklich nur das ausgegeben wird, was ich da reinprogrammiert habe. Das heißt also nicht mehr irgendwelche komischen Diff-Suppen und was weiß ich was alles, sondern tatsächlich nur pure HTML, sonst also überhaupt nichts. Und man kann das Ganze jetzt halt eben noch weiter zusammenbauen. Ihr könnt jetzt natürlich auch den Wert, den ihr zum Beispiel aus diesem Feld ausgelesen habt, dann meinetwegen multiplizieren oder was weiß ich was auch immer damit machen. Also euch sind da grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, ich wollte an dieser Stelle einfach nur mal zeigen, wie man dann gegebenenfalls benötigte Feldtypen, die nicht dabei sind, mit installiert und unter Umständen auch wo es dann noch Sachen gibt zum Nachinstallieren, also dann verschiedene Module, die man sich noch herunterladen kann. Also dafür, dass derzeit dieses ProcessWire eigentlich nur von einem Mann programmiert wird grundsätzlich, also von diesem Ryan Kramer, gibt es da schon eine ganze Menge Zeug, denn es gibt auch mittlerweile recht viele User, die sich dieses System draufgezogen haben und die auch fleißig dazu neue Plugins bzw. neue Module dann entwickeln. Also es gibt jetzt zum Beispiel Admin-Themes, die ihr euch runterladen könnt, die man dann installieren kann und so weiter und so fort. Process-Modules und das Ganze eben alles komplett kostenlos. Ihr könnt also hier jede Menge Krams mitmachen und wie gesagt, also natürlich ist es im Großen und Ganzen nicht ganz so weit gediegen, wie es das vielleicht bei Joomla ist. Das heißt, vielleicht gibt es noch nicht ganz so viel. Aber ich erinnere in diesem Fall immer daran, wir wollen ja jetzt hier auch auf Basis von ProcessWire nicht unbedingt eine Autoverkäufer-Website mit Online-Shop und sowas aufbauen, sondern ich rede jetzt einfach von relativ kleinen, einfachen Seiten, die nur über wenig Inhalte verfügen, beziehungsweise auch
eben halt für Kunden, die nicht ganz so sehr versiert sind hier im Internetbereich. Also ihr seht, also hier findet sich ja wohl tatsächlich jeder Kunde drin zurecht. Also wer das dann nicht hinkriegt, habe ich ja im ersten Video schon gesagt, der braucht auch grundsätzlich mutmaßlich wahrscheinlich gar keine Internetseite und kann darauf einfach verzichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Comments, auf eure Likes, auf eure Abos. Lasst mich wissen, ob euch dieses Video gefallen hat, ob ich weitermachen soll mit dem Thema ProcessWire oder ob euch diese beiden Videos zum Einstieg jetzt schon gereicht haben, um euch da durchzuhangeln. Natürlich bin ich interessiert an eurem Feedback. Lasst mich wissen, was ihr mit diesem Zeug alles gemacht habt oder worüber ich gegebenenfalls demnächst berichten soll. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal wieder fürs Zuschauen und sage bis demnächst. Ciao.